Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge von Paper Mario Origami King. In der letzten Folge haben wir den Feuerpergebeton besiegt und ich bin hier noch die Gondel runtergefahren und hier war dann der Tod und hat auf mich gewartet. Ich konnte leider nicht speichern und ich hatte Angst, dass ich das Spiel irgendwie schließe zur nächsten Aufnahme und deswegen habe ich schon mal gespeichert. Sorry, dass ihr jetzt die Gondelfahrt nicht mitbekommen habt, aber so krass war die jetzt auch nicht. Und ja, jetzt wo wir das Feuerpergebeton haben und seine Fähigkeit, können wir ja nochmal in diese komischen Türme reingucken. Und schauen, ob wir da tolle Sachen machen können. Denn in der Legende wurde besagt, dass man da Feuer machen soll. Und guck, hier sind diese Dreiecke, die zeigen auch schon Feuer an. Lass mal gucken, ob wir hier was machen können. Stimmt, hier stehen ja noch Sachen. Hier, kleiner Tod, bitte lies vor. Ich würde gerne meine Augen gehen begrüßen. Suche es zu meinen Füßen. Okay, da müssen wir doch mal runtergehen. Wir haben ja jemanden zu suchen. Hier, grab mal bitte. Und hopp! Oh, geil, da ist das. Ey, ist das nicht dieser komische Stein? Den wir brauchen. Oh ja, das ist er, der ist auch recht alt, cool. Na, das ist ja nice. Dann rein mit dir. Rautenklunker. Ich hätte gedacht, die machen jetzt irgendwie so ein Leuchtending, weil da... Ja, okay, macht er auch. Never mind, weil so stand es ja in der Geschichte geschrieben. Ah, die geht ja gleich auf den Tempel mit der Luftschlange rauf. Was ist passiert? Das war ja ein Geschüttel. Turm Nummer 2. Ah, hier brauchen wir auch das Feuerpergamentor. Und der zündet dann hier das Feuer an. Aber wir haben noch nicht dieses Dreieck da hinten. Ja, Olivia, mach mal dein Feuer. Hier, los. Los geht die Action. Verwandle dich. Olivia, digitier zu. Dem Feuerpergamentor. Tja, jetzt ist alles in Flammen. Das ist ja toll. Okay, also Licht ist an, aber uns fehlt immer noch dieses Dreieck für das Auge und hier sollte mehr dazu stehen. Unter verschlungenem Zwillingsbein in den Dornen liegt das Auge mein. Also ich vermute mal, er meint jetzt diesmal nicht zwischen den beiden Beinen hier von dem Turm, sondern weil es um Dornen ging, geht's wohl... Hier, da, ich sehe schon. Kannst du bitte weggehen, du komischer... Hallo, wie lange verfolgen die einen? Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Wie lange der einen verfolgt hat? Auf jeden Fall wird das hier sein, denn das sind beides Dorn-Dinger und die haben zwei Arme. Genau. Das war jetzt nicht so schwer. Dreiecksklunker! So drehe auch er sich und funkle er zum Tempel der gelben Schlange. Dann steht doch irgendwas, was das wohl am Ende sein wird. Also der dritte Turm ist da hinten links, aber ich komme da von der linken Seite irgendwie nicht hin. Deswegen vermute ich mal, ich komme dann nur von der Stadt aus hin, oder? Und sollte es nicht eigentlich vier Türme geben? Wo ist denn dann der vierte? Gar keine Ahnung. So genau, Turm 3 müssten wir dann irgendwie hier rüber bekommen. Oh, seien Sie gegrüßt. Als Träger eines Schlüssels und Gast unseres Hotels haben Sie Zugriff auf dieses Tor zur fernwestlichen Sandpapierwüste. Ach, das ist ja praktisch. Okay, danke schön. Ich dachte, das wäre anstrengender. Aber gut. Oh, nicht ja noch einer. Ist das der Größte? Ja, der Größte. Aber es kommt nicht immer auf die Größe an, kleiner Olivia. Die Technik macht's nämlich. Okay, hier ist genau dasselbe wie beim zweiten Tor. Also wir müssen einmal das Pergamentor aktivieren. So, und wir müssen noch den Stein suchen. Und hier steht was? Scheue Sonne überm Seengrund. Doch wartet dort das Aug auf Fund. Also da hinten ist die leere Sonne. Aber da kommen wir ja so erstmal nicht ran. Wir haben auch keine Angel oder so. Vielleicht muss sie einfach genau dahinter... Hinter diesem Turm da hinten? Nee. Aber wie komme ich denn dann da ran? Ich komme halt hier auch immer noch nicht vorbei, so. Und da hinten ist immer noch ein Stapel voller Toads. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt doch verstanden. Also man kann den ja hinter diesem Turm da hinten verstecken. Und der Hinweis war, irgendwas mit scheue Sonne unterm Grund oder sowas. Und die ist halt scheu, wenn sie dahinter geht. Das heißt, das, was wir suchen, ist auf jeden Fall in dem Turm da hinten. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da reinkommen. Okay, also da oben links ist dieser Turm. Ich meine, hier hat dieser Scheiger ja alles kaputt gemacht und wir können jetzt selber hier reingehen. Jetzt kommen wir hier hinten durch. Lol. Okay, ist noch irgendwo ein Tod versteckt? Kleiner Tod? Wo bist du? Weiß ich nicht. Aber ich komme jetzt hier oben hin. Oh, das ist ja mega gut. Okay, das ist neu. Da ist auch der Tod. Hallo, hast du mir was zu erzählen? Oh, nee, ich habe nichts zu erzählen. Tschüss. Okay, bye bye. Okay, aber was bringen wir das jetzt hier zu sein? Und hier komme ich da auch nicht rüber. Hier ist auch nicht irgendwas Verstecktes. Hä? Was bringt mir das denn? Nur diesen einen Toad hat mir das jetzt gebracht? Ja, irgendwie bringt mir das nichts. Wie zur Hölle komme ich zu diesem Turm da oben? Oh, ich bin so verwirrt.
Das ist mir zu complicated. Okay, wir gucken uns erstmal die östliche Seite der Wüste an. Vielleicht ist da ja auch noch ein Turm anzufinden. Vielleicht ist dessen Rätsel ja einfacher ausfindig zu machen als das von dem dritten Turm. Wir brauchen hier erstmal Feuer anmachen, das ist ja kein Ding. Und das Rätsel dieses Turms lautet: Wände aus Wellen hinter Feuer. Dort ist mein Auge mir so teuer. Okay, da habe ich jetzt mal auch gar keine Ahnung. Wo habe ich denn eine Feuerwall? Eine Firewall? Also im PC habe ich eine, aber sonst weiß ich nicht wo. Schwierig. Naja, befreien wir erstmal diesen Toad hier. Na. Oh, danke. Was denkst du, wofür diese Türme gebaut worden sind? Waren die als coole Deko im Hintergrund gedacht oder so? Nee, die sollen mir den Tempeleingang aufmachen. Und jetzt muss ich halt trotzdem irgendwie nochmal finden, wo hier irgendwo ein Feuerwall ist. Was ist das hier? Treibsand, Gefahr. Graben auf eigene Gefahr. Lass das vielleicht einfach. Okay, ich lasse es. Sieht trotzdem sehr aus nach Treibsand. Oh. Lol, sogar der Skorpion hat mich angeguckt. Wieso vergräbt sich denn sogar der Skorpion? Nee, das will ich nicht. Kann ich bitte einfach wieder weg? Ach, einer davon ist der Toad, ja? Toll. Hab ich jetzt natürlich nicht gemerkt, wer der Toad ist. Ich grab einfach mal. Au, ruck! Das war er nicht. Oh Mann, ich habe natürlich nicht gemerkt, wo der Toad ist. Als ob ich so schnell nachdenken würde. Was erwartet das Spiel denn von mir? Na gut, ist das hier schwierig? Ne, wir haben zwei... Doch, ist schwierig. Wir haben zwei Züge. Wie kriege ich die beiden jetzt da rein, ohne dass das falsch ist? Man könnte das so machen und denen dann einen nach vorne. Okay. Doch noch rausbekommen. Nice, you. Und ich glaube, ich mache die sogar One-Hit. Mit 29 Damage? Ja, langt. Das soll ich jetzt noch 5 Mal machen oder was? Nur damit ich diesen einen blöden Toad bekomme? Oh nö, da habe ich doch gar keine Lust zu. Grab mal. Da war gar nichts. Vielleicht ja hier. Auch nichts. Toll, ich weiß ja nicht mal, wo die Pokies sind. Oh mein Gott. Danke. Ich hasse alles. Tja, was ist hier der Plan? Man könnte die da rüberbringen. Das bringt aber nicht so viel. Man könnte die hier rüberbringen. Dann ist das schon mal ein 4er. Aber auch nicht so geil. Boah, warum ist das immer so schwer? Was weiß ich, wie ich die hier anordnen soll? So, gibt das ein 4er? Ergeben die auch irgendwie ein 4er? Nee, nie. Hey, ja, keine Ahnung. Aber der Toad ist ja richtig gut, guck mal. Der wirft einfach mit seinen Münzen auf die Pokies rauf. Auch nicht, danke. Ich bin zu blöd für diese Anordnerei, jetzt ohne Witz. Das wirkt noch am plausibelsten. Aber das bringt ja auch nichts, weil einen 4er ergeben die trotzdem nicht. Dann habe ich genau dieselbe Kacke wie eben. Oh mein Gott, aber so viele Pokies können es ja gar nicht mehr sein. Hm. Ja, ey, die ordnen sich immer gleich behindert an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist alles doch blöd, ja. Oh, bitte, bitte nicht noch mehr. Kann jetzt bitte der Toad einfach kommen? Kleiner Toad, wo bist du? Man bekommt ja nicht mal einen Hinweis, wo er sein könnte. Oder wo die allgemein vergraben sind. Da ist er. Oh, danke, danke, kleiner Toad. Ich habe so viel gekämpft für dich. Und dann bist du nur ganz normaler. Und du sagst nicht mal was. Er haut einfach ab. Das war ja das Hier lebt noch einer. Oh nö. Stimmt, das sind 2 Skorpione, ne? Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Denn ich habe hier doch so ein Toadradar. So, Toadradar, sag mir jetzt, wo dieser blöde Toad ist. So, da schlägt er aus. Hier schlägt er aus. Hier unten. Hier. Okay, graben Sie bitte. Oh, hätte ich den mal gleich eingesetzt. Ich bin so ein Dummkopf. Okay, danke, Toadradar. Hallo, kleiner Toad. Korrekto! Oh, nein. Es war viel einfacher als gedacht. Ich muss nicht in den Turm rein. Ich muss hier graben, wo die Sonne sich hinter dem Turm versteckt. Oh mein Gott, okay. Hier haben wir den Kreisklunker. Nun denn, Turm Nummer 3. Auch dir soll das Auge gewährt sein. So schieße er seine Laserstrahl auf den Tempel des Glücks. Aber das müssen doch bestimmt auch irgendwelche Banditen mitbekommen, oder nicht, was wir hier gerade machen. Und dann wollen die uns Sachen klauen. Da entsteht gerade ein Pac-Man, ich hab's genau gesehen. Okay, das war also Turm Nummer 3. Ein Turm fehlt noch, aber wo ich eine Feuerwall irgendwo haben soll, gar keine Ahnung. Was ich aber weiß ist, wo ich noch einen Toad finden kann. Und zwar hier, hallo kleiner Toad, dich ziehe ich natürlich auch raus. Zählt nämlich leider pro Wüste, das oben rechts steht. Oh ja, du hast alle Toads gefunden. Hey, danke dir. Bin ich immer noch in der fernwestlichen Sandpapierwüste schon, oder? Ich wollte mir ein paar weniger bekannte Ruinen anschauen. Die Türme sind mir zu beliebt. Ich mache gerne mein eigenes Ding. Was? Er wollte sich andere Sachen anschauen, deswegen hat er seinen Kopf in den Sand gesteckt, oder was?
Ich finde ein bisschen kacke, dass ich da hinten jetzt nicht mehr an den Fragezeichenblatt komme. Aber gut. Und dafür gibt es doch auch so eine 100%-Ding, oder? Habe ich mir jetzt die 100% dieses Spiel einfach verkackt? Was sagt denn der Tipp von dem Professor nochmal? Wände aus Wellen, hinter Feuer. Dort ist mein Auge mir so teuer. Aber wo finde ich jetzt eine Firewall? Also was ich mir noch vorstellen könnte, ist hier in diesem Gebiet, hier gibt es halt so Kamine, ja? Und wenn hier Feuer drinne wäre, dann ist das doch ein Wall aus Feuer, oder nicht? Okay, kann zumindest in den Kamin auch graben für ein paar Münzen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Auch nicht so geil. Ich klappe die mal ab. Vielleicht ist da ja irgendwo das drin, was ich suche. Hier auch nur Geld, okay. Oder hier? Ja, das ist tatsächlich... Das soll der Wall voller Feuer sein? Welle voller Feuer? Okay, whatever. Egal, gefunden. Ab zum letzten Turm. Echt belastend, ey. In der Schule raffe ich gar nichts momentan. Und wenn ich dann in den Spielen bei den Rätseln auch nichts raffe, dann fühle ich mich doch dumm. Aber wenigstens habe ich jetzt hier 4 kleine Rätsel lösen können. Ich fühle mich nicht mehr ganz so dumm. Nicht mehr so ganz dumm. Ein bisschen fühle ich mich immer noch dumm. Aber gut, das sollte der letzte Turm sein. Und dann sollte jetzt theoretisch der Tempel auftauchen. Oder der Feuerphönix. War da nicht auch noch irgendwas auf der Wandmalerei? Und so ein riesigen Phönix, der dann erscheint? Ich war sehr gespannt. Das ist doch das Erdpergamenton, oder? Ach, wir müssen ihn selber nach oben duddeln. Na denn? Do what you want, cause a Pergamot is free. You are a Pergamot. Do your thing, Olivia. Erdpergamenton-Kraft aktiviert. Ganz toll. Der Phönix gefällt mir besser, muss ich sagen. Der hat bisher das beste Design von allen dreien, die ich bisher habe. Du blöder Tempel, geh nach oben und erscheine. Das ist ja jetzt Shamses Tempel, nicht wahr? Die taucht süß. Oh, okay, der ist ein bisschen größer als gedacht. Ja, Tempel vom Shamses. Und oben ist leider die Luftschlange rum. Heißt, wir kommen oben nicht rein. Und oben ist wahrscheinlich aber Shamses vergraben. Das Innere der Luftschlange scheint im Tempel zu sein. Los, lass uns den Eingang suchen. Okay, und was steht da oben noch? Hier kommen wir nicht weiter, da ist die Luftschlange vor. Aber da ist bestimmt Shamses drin. Garantiert. Sonst wäre das da nicht drum, oder? Also irgendwas wird da drin sein, was uns weiterhilft. Das hört so cool. Gut, aber was dann in diesem Tempel drin sein wird, wieso kriege ich so viele Schnipsel, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin sehr gespannt. Erwarte aber Großes. Gut, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, tschüss.